Moin, Sebastian hier. Heute gibt's eine 6-tägige Tour in den Alpen. Eine Hütte über Nacht. Let's go. Wir sind jetzt fast eine Stunde unterwegs und wir haben jetzt zum heutigen Schlafplatz haben wir jetzt erstmal eine kurze Etappe genommen. Kilometer haben wir jetzt ungefähr die Hälfte und Höhenmeter noch lange nicht. Aber wir haben auch noch Zeit. Von hier oben hierher sind wir gelaufen und wir wollen an den See, also gleich dahinter. Wir haben jetzt 6:24 Uhr. Ey, sieht so krass aus. Geil! Alter! Haben uns dort hinten einen Spot gesucht und jetzt sind wir noch ein bisschen schwimmen gegangen und haben einen geilen Felsen gefunden. Geil! Wow! Also wir haben das Zelt fertig aufgebaut und jetzt kochen wir noch Couscous mit Tomatensauce. Und hier habe ich noch die Solarzellen aufgestellt und es lädt. Es lädt sehr langsam, aber es lädt. Also ich würde sagen, wir essen erstmal. Und dann melden wir uns zurück, wenn was passiert oder wir ins Bett gehen. Ciao. Ich bin gerade aufs Klo gegangen, weil die 500 Gramm Nudeln für zwei, weil die 500 Gramm Couscous für zwei Personen wirklich viel zu viel waren. Und ich habe den geilsten Scheißspot entdeckt. Hier. Da kann man sich anlehnen. Da mit den Füßen drauf. Es geht nicht angenehmer. Es ist kein bisschen anstrengend. Und es ist so herrlich hier. Der Nebel zieht ein bisschen rein. Oh, mystisch. Also, ich sag ciao. Gute Nacht. Bis morgen. Bisschen angebrannt und nicht ganz durch, aber recht lecker. Guten Appetit.
gerade losgelaufen. Da hinten unser Nachtplatz. Heute geht's das Tal da so hinter. Und da wieder an den See. Let's go. Die heutige Etappe ungefähr 6,5 bis 7 Kilometer. Jetzt noch 6 Kilometer. Insgesamt noch 300 Kilometer. Genau. Es ist jetzt 20,5. Das sollten wir gut schaffen. Wir sind gerade hier durch Motorpumpe durchgelaufen. Und so sehen meine Schuhe jetzt aus. Let's go. Oh, nochmal. Wir versuchen jetzt hier rüber zu kommen, um drüben an einer bisschen windgeschützteren Stelle zu essen. Beautiful. Wir haben jetzt hier unseren Spot gefunden. Slappen ins Laden. Haferblocken. Haferbrei. Es hat jetzt angefangen zu regnen und wir haben wieder gepackt. Und laufen wir jetzt wieder da hoch und dann zurück über den Fluss. Genau, let's go. Es hat jetzt gerade angefangen zu gewittern und wir laufen jetzt einfach mal weiter und gucken, wenn es schlimmer wird, dann laufen wir noch eine Stunde weiter und in die Hütte dann. Aber wir schauen mal. Es ist richtig krasser Regen und es hat jetzt noch angefangen zu hageln. Eigentlich müssten wir darüber. Wir sind angekommen. Alter. 5 Minuten später und der Nebel ist wieder weg. Und wir gehen jetzt zu dem zweiten See hoch und gucken mal, wie es dort aussieht. Also es regnet gerade ziemlich fest. Und wir haben gerade unser Zelt fertig aufgebaut. Aber rechtzeitig. Genau. Und jetzt richten wir uns ein und
jassen einfach ein bisschen und hören Musik dazu. Genau. Wir haben da hinten unser Zelt aufgebaut. Man sieht es nicht. Es hat aufgehört zu regnen. Und wir haben hier den schönsten Sandstrand gefunden. Episch. Also wir haben gerade fertig gekocht. Es gibt mal wieder 6 Portionen Couscous und 9 Tomatensauce. Weil wir die zweite Gaskartusche kaputt gemacht haben. Zum Glück haben wir 2 überhaupt dabei gehabt. Haben wir die hier hergelegt. Und da entweicht jetzt Gas. Die ist einfach irgendwie kaputt. Gute Nacht. Es kommt aus der Richtung noch ein fettes Gewitter. Aber das wird schon gut. Wir wollten eigentlich gerade draußen am See unser Brot backen, aber es hat angefangen zu regnen und jetzt sitzen wir hier im Zelt und ich baue jetzt mal den Kocher auf. Ich zeige euch mal noch schnell, was wir überhaupt alles dabei haben, weil es ist gerade noch einigermaßen schönes Wetter. Genau, und das soll es jetzt auf jeden Fall heute noch so bleiben. Also, angefangen hier, lädt gerade mein Handy. Die Sonne da oben irgendwo. Bisschen Kamerazeug-Equipment. Dann Kochzeug. Topf. So Becher, die ich extrem unnötig finde. Bisschen Salz, Pfeffer, Schöpfkeller auch extrem unnötig. Den zweiten Kocher, den wir kaputt gemacht haben. Den Kocher, der funktioniert, Gaskartusche, je 2 Löffel und 2 Gabeln. Hier kommt der Kocher rein, Feuerzeug und so ein Topfhalterung, weil das sehr heiß ist. Dann hier noch das Brot. Er hat gerade den Deckel noch vom Topf. Hammer. Finde ich auch extrem unnötig. Wasserflasche, Heringe noch. Taschenlampe. Dann hier draußen Windschutz für den Kocher. Das ist für mich noch sinnvoll, weil dann weniger Energie verloren geht. Karten, falls Handy nicht funktioniert oder keine Ahnung, kein Akku oder so. Dann Tasche für Stativ, Fußstativ, Riegel und Verbandszeug. Hier so Sonnencreme, Seife, Zahnbürste, Zahnputztabletten und sowas. Erste-Hilfe-Set, Sonnenbrille, Gespenstersuppe, mein Messer. Ein Radio, den ich austesten wollte, der aber nirgends Empfang hat. Bisschen Medikamente. Ein Abfallsack. Maulbeeren. Ersatzunterhose und Badehose. Ersatzsocken. Gut, das war's im Mittleren. Dann oben drinnen haben wir noch Scheiß Taschenmesser. Hier noch alles Mögliche. Portemonnaie. Ui. Taschentücher, Marine, Traubenzucker, Patronen, die ich mal gefunden habe. Und hier unten, hier in das untere Fach, Handtuch, Waschlappen. Hier kommt noch meine Isomatte, seine Isomatte, mein Schlafsack und meine Thermounterwäsche rein. Zeige ich euch auch schnell. Zelt, da hinten noch das Außenzelt. Bodenplane, Regenjacke, Thermozeug für oben.
warme Hose, Schlafsack, Isomatte, Schlauchschal, Peanut Butter. Finde ich überhaupt nicht geil. Sein Schlafsack, Isomatte, noch Kopfkissen, noch Tagebuch und Jaskarten, hier noch so Halspustenbonbons, noch ein paar Nüsse. Genau. Nüsse, Käse, Tomatensauce, Teller, unnötig, Taschenlampe, Reibekäse, Wasserfilter, Heringe, Wasserflasche, Haferflocken, nochmal ein paar Mal Brot und Couscous und Nudeln. Das sind für die Kamera. So diese Linsen vorne dran. Das ist eine große Kamera. Nochmal mehr Tomatensauce und Handtuch und Badehose. Und Käse und so ein bisschen was Tolles. Toilettenpapier und seine Regenjacke. Das ist so grob das, was wir dabei haben. Wir sind gerade losgelaufen. Da unten ist der See. Ich habe die Solarpanels hinten auf meinen Rucksack drauf geschnallt. Und wir müssen jetzt doch dort hoch. Ja, let's go. Und jetzt geht's dort drüber über den Pass und dann hinten lang. Geiler Weg. Da hoch ist er. Der Weg ist echt krass mit dem schweren Rucksack. Er ist so steil. Hier gar nicht. Oh, da ist wieder. Also wir haben jetzt noch 12 Kilometer, 700 Meter runter, die kommen jetzt alle. Und dann ganz am Schluss, wenn wir ganz unten sind, nochmal 500 hoch zu dem See. Es geht gleich weiter, vorher würde ich euch aber noch gerne diesen Hoodie hier vorstellen. Der Hoodie ist von Shepherd Designs, schaut doch gerne mal vorbei. Es gibt mittlerweile schon über 5 Kollektionen, auch so neuerdings 2 Farben verfügbar. Mit dem Code SEBASTIAN5 spart ihr sogar noch ganze 5%. Und es gibt zurzeit sogar noch ein Gewinnspiel auf der Instagram-Seite von Shepherd Designs, bei dem ihr ein Stück eurer Wahl gratis gewinnen könnt. Es gibt dabei keine versteckten Kosten. Und als zweites stelle ich euch noch das Portfolio von meinem Freund vor, der mit mir auf der Wanderung war. Der Link zum Portfolio und zu seinem Instagram-Account sind unten in der Beschreibung. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Viel Spaß!
Beautiful. Wir sind ungefähr in der Stunde im Tal und dann müssen wir nochmal hochlaufen. Vielleicht 2 bis 3 Stunden oder mehr, je nachdem. Das ist lustig. Und es ist übrigens schon 20 nach 4. Vor mir liegt das Tal mit dem riesigen Stausee. Oh. Müssen da runter und dann wahrscheinlich dort hoch nochmal. Und dann sind wir an dem See, wo wir hinwollen. Boah, sieht so cool aus. Mit diesem Gestrüpp und überall Blaubeeren, aber es ist ja keine Blaubeeren dran. Diesen Büschen. Diesen runden Stein. Sehr schön. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, zum Lai Blau hochzulaufen, weil das würde nochmal ungefähr 3 Stunden dauern und wir haben schon 5:45. Also das wird sich nicht so lohnen und es gibt dort oben keine Blaubeeren und hier unten schon. Warte, ich zeig. Schau mal, ne? Das lohnt sich nicht, hochzugehen. Wir suchen jetzt noch einen geeigneten Schlafplatz, Zelt-Untergrundplatz, weil hier alles ziemlich sumpfig ist. Genau. Wir haben jetzt einen einigermaßen guten Spot gefunden. Mehr oder weniger gerade. Wir essen jetzt was und dann stellen wir das Zelt auf. Wir haben jetzt hier unser Essen gemacht und wir hatten zu wenig Wasser. Nee, also wir haben einfach zu wenig Wasser in die Tüte reingemacht. Das bräuchte 1 Liter. Und jetzt haben wir es einfach so drüber geleert und es ist sehr salzig, aber sehr fein. Guten Appetit. Kurzes Update. Ich habe versucht, den Campinggaskocher auseinanderzunehmen. Und unsere zweite Campinggasflasche ist auch kaputt. Und jetzt haben wir kein Gas mehr, was wir benutzen können. Also hier kommt gar nichts mehr raus. Und wenn ich das abdrehe, dann kommt es einfach so raus. Zum Glück hat es hier hinten und da oben ein paar abgestorbene Büsche. Dann können wir morgen ein Feuer machen. Morgen Mittag essen wir dann einfach was Kaltes. Dann sind wir in der Hütte und dann müssen wir weiter gucken. Keine Ahnung. Das ist unser Holz, was ich vorher gerade gesammelt habe. Und wir sind jetzt von da oben hier runtergekommen, weil es hier viel weniger Wind hat. Ich habe mir hier ein bisschen was parat gelegt. Das hier werde ich anzünden. Das ist hier zum Drauflegen. Genau. Ich würde sagen, zünden wir es mal an. Thank you.
So, wir haben jetzt hier ein bisschen aufgeräumt, das Holz lassen wir einfach hier liegen. Und machen uns jetzt zum Aufbruch bereit. Kurz abwaschen, fertig packen und dann geht's los. Let's go. Wir sind losgelaufen. Unsere heutige Tour ungefähr so wie die gestern. Ohne dem Leiblau. Ja, genau. Nicht mehr ganz 100 Meter, 100 Höhenmeter und da sind wir ganz oben für heute. Von dort hinterm Berg kommen wir. Und da geht's hoch. Zeit 2:30. Wir haben noch kein Mittag gegessen. Das wollten wir machen, wenn wir oben sind. Und dann noch ein bisschen weiterlaufen an so einem See, weil wir beide fast kein Wasser mehr haben. Wir sind am See angekommen. Oh. Und jetzt gibt es erstmal Mittagspause, ein bisschen was zu essen und erstmal was zu trinken. Wir brauchen jetzt ungefähr noch 3/4 Stunde, schnell, Stunde und dann sind wir da. Zeit 5:10. Wir sind angekommen. Da unten ist die Hütte. Noch 1-200 Meter. Da gibt es lecker Essen. Ein Klo. Und ein Bett. Ja. Ich sage euch wahrscheinlich schon gute Nacht, weil ich komme nachher nicht mehr dazu. Bis morgen. Wir sind gerade losgegangen, haben ein paar Blaubeeren entdeckt, weiter oben auch schon. Die mussten wir essen. Und wir gehen jetzt anstatt hoch, weil heute soll es ziemlich krass regnen und gewittern. Es sieht zwar noch nicht danach aus, aber der Regenradar sagt das. Haben wir uns entschieden runter zu gehen, weil wir sind oben ein bisschen ausgesetzt und ja, es ist nicht so schön. Ich wäre gerne gegangen, aber das Gewitter ist halt ein bisschen kritisch. Regen hätte nicht gestört, aber Gewitter ist ein bisschen nervig. Genau, und jetzt laufen wir runter. Wird halt nur fünf Tage. Immer noch cool. Unten gehen wir dann auf den Bus und dann nach Hause. Genau, aber jetzt erstmal noch runterlaufen und ein paar Blaubeeren essen.
regnen. Aber wir haben nicht mehr weit, bis wir unten sind. Boah, nochmal. Sheesh. Oh, oh. Wir sind immer noch mies ausgesetzt. Wir sind jetzt unten angekommen und gehen jetzt auf den Bus und dann nach Hause. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao.